So, spätestens dann, wenn der Server wirklich so scheiße ist, dass die Leute nicht mehr Premium kaufen wollen, dass Gomme dann bemerkt, sobald ihnen langsam das Geld ausgeht, dass sie was machen müssen an ihrem Server, um weiter an Geld zu kommen, weil das ja das Einzige ist, was sie irgendwo interessiert. Murder on call with the partner. 20 years and it seem like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking sailor dinner every night? Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu Lazek und nein, der Sackkopf da unten, den habe ich nicht rein editiert. Der ist vom Client des HideXP-Modul, der sagt auch immer Sack, wenn man einen XP halt bekommt, so. Finde ich wunderschön, geht an Consolas immer wieder gerne raus. Vor allem, da ich auch heute gerade wieder Inkompetenz von Consolas-Seiten, teilweise sogar von den Seiten meiner Fans und von Gomme-Kiddies gesehen habe. Nämlich zum ersten, es gibt ja jetzt einen krassen neuen Fix für Autoarmaufgaben von Consolas. Und alles klar, gut. Und der geht einfach so, dass er euch dauerhaft die Rüstung in euer Inventar legt. Ich hab's jetzt bis jetzt nur so mit Brustplatten gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch noch bei anderen Sachen ist. Auf jeden Fall ist das meistens eine Brustplatte gewesen. Und es ist ja nicht so, als könnte man bestimmte Item-Slots irgendwie ignorieren lassen automatisch oder als könnte man bestimmte Rüstungsteile ignorieren lassen. Vor allem, weil der einzige Game-Mode auf Gomme, auf dem man Dia-Rüstung bekommt, QSG ist und man das dann in jedem anderen Game-Mode einfach ignorieren könnte und das dann perfekt funktionieren würde. Außerdem ist es auch wieder komplett behindert, weil Legits dann dauerhaft, immer wenn sie in ihr Inventar gucken, neu kurz dann ein bisschen Rüstung rumliegen lassen. Ich meine, gut, das irritiert die kaum, aber es ist trotzdem dumm. Junge, wieso? Alter, das ist ja traurig einfach nur, wie viel der gebowspammt hat, aber richtig traurig, meine Fresse. Egal. Gehen wir einfach zum nächsten und ignorieren den jetzt erstmal. Außerdem habe ich dann heute auf Twitter lesen dürfen, wahrscheinlich von einem Gomme-Kiddy, wie vielleicht auch sogar von einem Fan von mir oder einem Möchtegern-Fan, weil ich mich ja darüber aufgeregt habe, wegen dem Hitbug auf Gomme. Weil meine Kill-Aura ja den Spieler nicht hitten konnte. Und übrigens, Entschuldigung für mein Handy. Ich schalte das nicht, na, ab der nächsten Runde wirklich auf lautlos. Und es ist ja nicht so, als hätte ich direkt dahinter gesagt, dass man das erstens fixen könnte schon mit Clients. Dass auch schon wieder so ein Ambien und so gefixt ist. Und wir spielen übrigens heute auch wieder Level, weil es eine neuere Version mit neuerem Speed und so weiter ist. Auch wenn ich nochmal den Spartan-Speed benutze, aber hey. Das liegt einfach daran, dass ich ihn am meisten mag. Und ja, auf jeden Fall kann man diesen Hitbugs, ich glaube, auf drei Wegen noch immer fixen. Die haben da kaum was dran verändert. Komischerweise bin ich dann trotzdem der Dumme, weil es ist ja nicht so, als würde es genau wie damals Legits ficken. Und das war der einzige Grund, warum ich mich darüber aufgeregt habe. Oh, da sind die letzten zwei Spieler, sehr gut. Oh, ne, er geht wieder auf ihn. Wer von denen ist Slowlife? Ich glaube, es war der andere, aber egal, wir töten dann den hier zuerst. Geben wir den anderen mal ein bisschen eine bessere Chance noch. Alles klar, warum werde ich für fast das geflaggt, aber egal. Kurz, na dann töten wir doch den zuerst. Ah, es war sogar der, den ich töten wollte, nevermind. So, kannst du down gehen, dankeschön. Und dann sehen wir uns gleich einmal in der nächsten Runde das wieder. Das passiert dann, wenn man auf Gomme aufnehmen will. Server scheißt komplett ab, wie inzwischen eigentlich täglich. Sie kriegen nicht mal einen Anti-Cheat geschissen und ihre Server können sie ebenfalls nicht halten, obwohl das das einzige Wichtige ist, an dem das Gomme-Team eigentlich sich drauf konzentrieren müsste. Aber natürlich, warum sollte man das auch hinkriegen? Ist ja nur das größte deutsche Netzwerk, wovon eh zwar die meisten Spieler gebottet sind, aber hey, ist ein guter Server, sollte man auf jeden Fall drauf spielen. Ich hoffe wirklich, dass die in diesem Jahr ihre kompletten Spieler verlieren und irgendwann pleite gehen oder so eine Scheiße. Übrigens könnte man das Auto aber auch noch in einem dritten Weg fixen. Nämlich man muss sich eigentlich nur darauf konzentrieren, ob ein Item aufgehoben wird oder durch eine Kiste erhalten wird. Wenn nicht, geht's halt leider nicht und es wird nicht als Rüstung markiert. Dann wird es auch vom Auto aber nicht getriggert. Gutes Anti-Cheat an der Stelle, es wurde eindeutig von einem Kindergartenkind entwickelt und nun ja, was soll man erwarten? Ich spiele jetzt dann leider weiter auf Revi, weil ich nicht die Möglichkeit dazu habe, weiter auf Gomme zu spielen. Tut mir leid an der Stelle. Ich hätte gern noch den neuen Scaffold Walk und Tower von Livell gezeigt, aber nun ja, geht halt leider nicht anders. Es ist ja nicht so, als würden wir als viel kleineres Unternehmen schon allein unsere
Website 100% oben halten, unsere Server von unserem Client-Launcher nie down gegangen sind, zumindest nach der ersten Zeit, nachdem wir wussten, was wir machen müssen, um dem zu umgehen. Was bedeutet, wir hatten irgendwie einmal einen großen DDoSer, haben direkt bemerkt, dass es ein Problem ist, haben es gefixt und danach gab es auch keine Probleme mehr. Wir hatten danach nur noch Probleme wegen unserem Coder selbst am Client-Launcher, weil er keinen Bock mehr hatte. Und selbst da haben wir eine viel kompetentere Person inzwischen gefunden. Und da stellt sich dann die Frage, wie sich Gomma nach, keine Ahnung, bestimmt 3 Jahren oder so Müll, wie es den Server schon gibt, ich weiß es wirklich nicht, es interessiert mich auch nicht, es trotzdem nicht hinkriegt, irgendwas richtig zu machen. Nicht nur dazu, als das, außerdem ist auch hier gerade wieder Revi, der Server so voll, dass ich auch wieder Jahre brauche, um in Runden zu gehen. Die Leute bemerken halt langsam, dass es ein guter Ersatz für Gomma ist. Ich hoffe einfach nur, dass sie irgendwann merken, dass es halt so ein guter Ersatz ist, dass sie einfach dauerhaft drauf spielen werden. Ich weiß, das hört sich immer so an, als würde ich irgendwo groß Werbung für den Server machen, aber es ist einfach so, dass ich simpel sage, dass sie alles hinkriegen, was Gomma nicht hinkriegt. Und damit sind sie ein besserer Server und das ist das Einzige, was ich sage. Und nichts anderes. Es ist einfach nur das Traurigste, was ich je gesehen habe, was Gomma angeht. Dass es wirklich Leute sind, die vor allen Dingen auch nicht einsehen wollen, dass sie scheiße sind und auch nichts an dem Problem verändern. Und allein so Leute wie Consolas dann auch noch im Team zu haben, die komplett mit dem Anti-Cheat reinscheißen. Und ja, es ist traurig. So, kurz noch eine Spitzhacke. Und dann passt das schon noch ein paar Blöcke einfach, weil so sicher ist besser. Und warum auch immer das so sortiert war, sehr gut. So, und gehen einfach mal direkt zum ersten Team. Ich könnte mich auch jetzt noch ein bisschen länger darüber aufregen und mehr Punkte nennen, warum Gomma scheiße ist. Aber es ist den Leuten eigentlich inzwischen relativ klar und deshalb sehe ich da auch gar keinen Grund mehr dafür, sich da groß noch extra drüber aufzuregen. Vor allem, ich reg mich ja eher nicht auf, sondern ich kann ja nicht mal einfach als Hacker. Als Hacker muss ich mich darüber beschweren, dass ein Server nicht richtig funktioniert und ich nicht drauf spielen kann. Da sollte man auch schon bemerken, dass man ein bisschen broke ist so als Server, aber ja, ist halt komisch, wenn so ein Hacker irgendwie mehr Relevanz zeigt so an dem Server als die Leute, die den Server leiten selber. Und wunderschön, erstes Team schon down, ist leider kein 4x8, weil ich da nicht reinkomme, weil halt Revi jetzt leider gerade so voll ist. Wie gesagt, ist halt erster Ersatz für Gomma und kann man halt auch verstehen. Ich hoffe einfach, wie gesagt, nur wirklich, dass die Leute allein schon in der Zeit, wo Gomma down ist und sie auf Revi spielen, dass sie so bemerken, dass der Server halt einfach für sie selbst viel besser funktioniert und es gar keinen Grund mehr hat, auf den anderen Server zurückzugehen. Dass die Leute einfach so spätestens dann, wenn der Server wirklich so scheiße ist, dass die Leute nicht mehr Premium kaufen wollen, dass Gomma dann bemerkt, sobald ihnen langsam das Geld ausgeht, dass sie was machen müssen an ihrem Server, um weiter an Geld zu kommen, weil das ja das Einzige ist, was sie irgendwo interessiert. Und sobald dann kein Geld mehr da ist, kratzt es sie ja dann auch wieder und sie würden wahrscheinlich auch viel mehr Zeit reinstecken, um allein sowas wie Serverprobleme nicht mal existent, also es ist gar nicht erst passiert, aber warum sollte man auch, ne? Wäre ja gut, ne? Wäre schon krass. So. Wir gehen einfach zu dem rüber. Hey, na? Ja. Guter Job an der Stelle. Ich gehe mal kurz auf einen anderen Alt, weil ich habe echt Probleme, in Runden reinzukommen. Tut mir wirklich leid, dass ich gerade auch schon wieder eine Runde mit einem Bann reingenommen habe. Ich habe nur auf dem Account schon 2 Runden gespielt und natürlich kommt dann irgendwann ein Supporter und bannt mich. Die andere Runde konnte ich nicht reinnehmen, weil mein Bett als erstes down gegangen ist und ich dann einfach runtergefallen bin. Und ja, dann hatte ich trotzdem ziemlich viele Reports gefressen. Kann man nichts machen. Ich hab's einfach drin gelassen, weil ich keine Lust hatte, mich nochmal über die gleichen Sachen zu beschweren. Und ja, ich werd's einfach, ich kann nichts anderes machen, als darauf hoffen, dass die wirklich irgendwann ansatzweise pleite gehen und sie dann halt bemerken, wie scheiße sie sind und was für Arbeit sie halt mal hätten machen müssen, anstatt, nun ja, halt gar nichts zu tun. So, ich hasse die Map übrigens vom Eisenspawner. Oh Gott, nein, er ist auch noch so zugebaut, geil. Egal, bauen wir es halt kurz mit der Hand ab und so. 4 Eisen reicht leider nicht, erst für ein Schwert. Warten wir halt mal noch ein bisschen ab und ja.
Ach ja. Warten macht Spaß, auf jeden Fall. Sehr viel Spaß, so. Übrigens, mein Merch. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich das Datum nicht fest sagen kann, dass es der 1.1. sein soll. Aber ich dazu auch immer gesagt habe, dass ich nicht dran glaube, dass es der 1.1. sein wird. Und ja, der Client Launcher ist übrigens auch bald fertig. Da werde ich auch wieder kein Datum sagen, was ich allein schon damals Leute darüber beschwert haben, als ich nur einen Ankündigungsdatum gegeben habe, wo ich schon gesagt habe, dass es niemals richtig sein wird, beziehungsweise dass es halt nicht feststeht, wann es fertig ist, aber sich dann trotzdem Leute beschwert haben und meinten, wo ist der Client Launcher? Er sollte doch schon lange da sein. Nein, sollte er nicht. Ich habe lediglich gesagt, wann es möglich wäre, dass er dann schon fertig sein könnte und nichts anderes. Das ist einfach pure Dummheit. Deshalb meinte ich übrigens auch schon am Anfang der Folge so ein bisschen Dummheit meiner Fans, aber ja, egal. Merch kommt, wird wahrscheinlich sogar noch länger dauern als der Client Launcher, weil ich will nichts gegen Shirttube sagen, weil ich da halt selber bin, aber sie sind ein bisschen unkooperativ. Mehr sage ich dazu nicht und ja, es wird aber alles kommen. Der Client Launcher ist, wie gesagt, wie ich gerade auch schon gesagt habe, so bald wie möglich fertig und er wird auch so erst sozusagen schon fertig von dem Client Launcher her. Es müssen noch so Sachen wie die Database und andere Sachen übertragen werden und wow. Ja, wir gehen einfach mal zu Team Lila, weil da jetzt gerade schon einer kein Equipment mehr hat. Team Gelb ist auch schon wieder vom Better Down, ist auf jeden Fall auch schon wieder nice. Hat uns nicht zu jucken. Finde ich gut, dass ich gerade gesetbackt werde, obwohl ich eigentlich nichts anderes gemacht habe. Oh, es ging perfekt durch Blöcke. Okay, ich liebe den fucking Fucker, sehr gut. Wow. Alter, warum hat meine Killaura da nicht gehittet? Habe ich einen falschen Mode drin? Sekunde, ich habe auch nur NCP-Settings geladen und keine Revi-Settings. Ja. Die Range könnte ich erstmal ein bisschen hochdrehen auf 4,2. Nein, nicht mein Bett. Och Gott, nein. Egal, wenigstens ist der Typ down, also können wir uns in Ruhe Sachen kaufen. Also sterben wir nicht, das ist schon mal besser als alles andere. Wir kaufen uns einfach mal einen Knockback-Stick, damit, falls wir jetzt zum Eisen gehen und ein Gegner sein sollte, sie uns verteidigen können. So ein Großteil meines Teams ist auch schon down. Egal, juckt uns jetzt einfach mal nicht. So, zum Glück liegt da wenigstens viel Eisen. Ja, oh, lol. Gut, dass sich niemand von meinem Team anscheinend Eisen nimmt. Juckt die irgendwie relativ wenig. Warum auch immer mich mein Teammate da oben gerade abgeschossen hat, aber hey. So. Schwert, beste Rüstung, Eisenspitzhacke, Speedrank gibt's nicht, ist Revi und so. Ja, einmal kurz. Na, warum ist das so, wie es ist? Ja, ich glaube, das ist wegen der Item-Hotbar von Livell. Könnte ich eigentlich gleich mal ausmachen, aber eigentlich juckt's mich auch gar nicht. So. Und vor allen Dingen euch juckt es erst recht nicht. Team Grün ist mir. Na, vor allem, die haben eh das letzte Bett, dann gehe ich 100% zu Team Grün. So, Team Grün ist, hoffe ich mal, da hinten. Ich weiß es aber nicht genau. Wir machen es einfach mal, weil warum nicht, ne? Man kann auch. Ach, doch, man kann erkennen, welches Team es ist. Da hinten ist Team Grün. Oh, wir haben zu wenig Blöcke. Das wird spaßig. Egal. Bauen wir uns so hoch, wie es geht und. Oh! Es reicht gerade so aus. Einmal Glück im Leben gehabt von Blöcken her. Sehr schön. Okay. Tschüss. Wir. Da ist eh keiner bei Team Grün. Wir müssen uns nicht mal irgendwo anstrengen. Wenn Badfucker jetzt auch noch durch Blöcke geht, dann. Ja, geht einfach. Also. Einfacher hätte es jetzt wirklich nicht sein können, muss ich da behaupten. Wir essen einfach mal kurz was und. Wir wurden schon wieder von einem Supporter gebannt. Ja, wir können einfach nichts dagegen machen. Ich lasse die Runde jetzt einfach so drin und guck mal, wie lange ich aufgenommen habe. Man kann inzwischen sogar wieder auf Gomme connecten, nur da hat man das gleiche Problem wie vorher, nämlich dass alle Lobby-Server down sind und es dann keinen Unterschied macht, wenn man dann halt nur in der Lobby chillen kann. Egal, wir sind bei 14 Minuten. Bei Revi dauern Survival Games Runden leider etwas länger, also würde das dann so 18 Minuten dauern. Und das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ich hoffe, euch hat trotzdem auch, trotz den Bans und allem Möglichen, ich hätte lieber auf Gomme gespielt.
Da hätte ich dann auch jeden Bann rausgeschnitten. Das juckt mich ja dann echt nicht. Die extra Arbeit nur auf Revi ist es so, dass ich Probleme habe, auf den Server zu kommen, in Runden zu kommen, weil er halt keine mindestens jetzt so um die 10.000 Gomme-Spieler halt aushalten muss. Und das geht halt leider für mich nicht. Ich komme keine Runden mehr rein und ja, das ist jetzt leider so. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen. Hoffentlich, wenn Gomme dann, denke ich mal, ihre Server wieder hinkriegt. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre das auch schon wieder seit 2 Tagen so. Und es wäre eh nicht so, als wäre es fast immer kaputt. Aber naja, soll mich auch nicht weiter jucken, ist deren Sache. Ich kann einfach nur hoffen, dass sie pleite gehen und irgendwann halt mal daran verrecken, dass sie sich so wenig Mühe geben. Und ja, dann sehen wir uns morgen bei einem anderen Netzwerk wieder und heute Abend auch noch bei CSGO, falls es jemanden interessiert. Übrigens von den Leuten, die CSGO einfach nicht interessiert auf meinem Kanal oder scheiße finden, dass ich in CSGO hacke, aber komischerweise es dann in Ordnung finden, dass ich in Minecraft hacke, bitte verpisst euch von meinem Kanal. Disliked nicht andere Videos, nur weil ihr das andere Format besser findet oder weil ihr meint, dass es in einem Spiel okay ist zu cheaten, aber in den anderen nicht. Es ist in beiden Spielen nicht okay. Es ist bei beiden gegen die Spielregeln und eure persönlichen Präferenzen jucken überhaupt gar keinen. Und ich hoffe, ihr nehmt euch alle einen Strick. Dankeschön. Wir sehen uns dann morgen bei einem normalen Video wieder. Haut rein. Ciao.